Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Dwarf News für den Monat Februar. Ja, ich muss heute mal ein bisschen improvisieren. Ja. Normalerweise werden die Dwarf News ja mit Mario Kart bestückt. Also im Hintergrund seht ihr in den Dwarf News normalerweise Mario Kart. Früher war es Mario Kart 7, mittlerweile sind wir seit November 2018 auf Mario Kart 8 Deluxe für die Switch gestiegen. Also wäre jetzt eigentlich Mario Kart 8 Deluxe dran. Naja, also ja, habe ich mal ein bisschen improvisiert und ja, das Kart ist nicht mit dabei, aber das Mario ist noch stehen geblieben. Spiele ich jetzt im Hintergrund ein bisschen Super Mario Bros. Den NES-Titel für den 3DS wiederbelebt, nicht für die Switch. Dies ist der 3DS, auf dem ich das spiele. Na, dann kommen wir zu den Themen des Monats Februar. Lange haben wir uns in Dwarf News hier gehört. Nicht mehr gehört. Sprechen muss man können. Das wäre schon ein Vorteil als Let's Player, man sprechen kann. Ja, die letzte Dwarf News waren die Dwarf News für den November 2018. Dann würde ich mal sagen, willkommen zu den ersten Dwarf News für das Jahr 2019. Ja, auch eine Premiere, sozusagen ein Neuanfang für das Jahr. Beginnt ja schon mal gut. Mit einer Improvisation. Ja, so viel dazu. Dezember war ja Ausfall, da ist ja regulär kein Dwarf News, weil Adventskalender und so weiter, andere weihnachtliche, vorweihnachtliche Projekte. Und dann im Januar hatte sich halt einfach nicht ergeben, da kam ich dann halt einfach nicht dazu, ein Dwarf News aufzunehmen. Nun sind wir im Februar angekommen und es gibt ein Dwarf News. Kommen wir mal endlich mal zu den Punkten. Zu den Themen. Ich rede die ganze Zeit um den heißen Brei herum, da wird es hier kein Dwarf News mehr, sondern nur ein Laber wieder. Video. Reden lernen, Zwergi. Reden lernen. Ja, was liegt so an auf meinem Kanal? Minecraft Arno liegt 2019. Im Januar natürlich auch schon. Und im Februar jetzt noch an. Ja. Haben wir natürlich weitergeführt. Part 50 kam in den letzten Tage, in der letzten Woche, wenn ich mich nicht komplett irre, online. Hier können wir nicht rein. Okay. Kam in der letzten Woche online. Part 50 von Minecraft Arno. Kleines Jubiläum. Ich weiß, dass dann versteckt ist, dass man da nächste Welt switchen kann. Aber ja. Den machen wir jetzt nicht. Also Minecraft Arno wird natürlich noch weitergeführt. Die nächsten 50 Parts für 2019 sind geplant. Mal schauen. Auf Ende des Jahres oder vielleicht schon früher mal Part 100 feiern können, dürfen, wollen, sollen, müssen. Ja, sucht euch was aus. Der Minecraft Story Mode
Staffel 2, die zweite Staffel, zweite Season Minecraft Story Mode ist auf meinem Kanal gestartet. Ja, auch ein schönes neues Projekt. Davon müssten bis dato, wenn ich mich nicht komplett irre, 8 Folgen existieren. Ja, haut ungefähr hin. Die zweite Episode der zweiten Season habe ich durch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu viele Leben verschwende. Man hat hier nämlich nur 3. Nicht so doll runterfallen. Hier ist der Fallschaden ziemlich extrem. Nicht wie in Minecraft, nur ein bisschen, sondern hier ziemlich extrem. Extrem. Und da sind wir schon in der Flagge. Alles klar. Mal sehen, wie wir weiter heute kommen. Was ist noch so neu? Ich muss heute ein bisschen aus dem Kopf zurechtkommen. Schon das Schloss von Welt 1. Also Kopf, was ist so neu? Pokémon Gelb wird endlich mal weitergeführt. Da hat man den Sunny Tone Glitch und den... nicht spoilern, oder habe ich denn, nee, das müsste schon online gekommen sein, den nicht gelungenen Missing No Glitch. Ja. Da hatten wir den Missing No Glitch nicht geschafft. Und dann, ja, Pokémon Gelb ging also weiter. Oh, ja, ich bin ein bisschen konzentriert aufs Spiel. Entschuldigt das, dass ein bisschen in der Moderation schwächele. Game over. Ja, Mist. Also von vorne oder was? Jo. Na, was soll's. Also, Minecraft Armor, Pokémon Gelb, Minecraft Story Mode Season 2 und Pokémon Y wurde jetzt über halbwegs pausiert. Ich werde mich bemühen, da neue Parts zu bringen. Also pausiert ist es nicht. Aber es gibt momentan anderes, was regelmäßiger betrieben wird. Die eben genannt zum Beispiel. Und dann werden noch, welche Projekte werden da noch? Ja, dann ist natürlich eine große Problematik, die wir jetzt vielleicht Anfang des Jahres noch beheben müssten, die, ja, die eingeeisten, nicht die vereisten, sondern die eingeeisten Projekte, die auf Eis gelegten, so ist richtig, die Projekte, die auf Eis liegen. Das wäre einmal Super Mario, nicht Super Mario, sondern doch Super Mario 3D Land. Das Projekt, das Horrorprojekt, wie hieß das noch gleich? Nicht Layers of Fear haben wir abgeschlossen, haben wir als Netztest nach dem dritten Part beendet. Fällt es mir noch ein? Dementium. Dementium Remastered. Und ja, das sind zumindest die zwei Projekte, die ich demnächst wirklich mal mit einem letzten Part abschließen werde. Das mal als Neuigkeit. Wird vielleicht, ja, ich glaube sehr wahrscheinlich sogar in diesem Monat passieren. Februar. Da wird noch einmal ein Part von Super Mario, wie hieß es, 3D Land, ja, so hieß es, lange haben wir es nicht mehr gespielt, da wird noch ein letzter Part rauskommen und dann beenden wir das Projekt. Genauso geht's bei Dementium Remastered, kommt noch ein letzter Part raus und dann, da sage ich es dann auch nochmal in dem letzten Part, dass es abgeschlossen ist, dann
unterbrechen wir das Projekt, dann beenden wir das, brechen wir ab und ja, würde keinen Sinn mehr machen, das weiterzuführen. Ihr seht's ja, es bleibt auf der Strecke liegen und insofern sich noch überhaupt jemand, der Zuschauer, daran erinnern kann. Ja, doch die Zuschauer, die schon länger da sind, die wissen es natürlich, aber ja, ich glaube, wir haben es 2018 nicht wirklich betrieben. Das sind alles 2017er Projekte, die so weiter hinten auf meinem Kanal stehen. So ganz oben gibt es ja eine Playlist-Auflistung namens aktuelle Projekte oder aktuelle Abenteuer. Weiß nicht, wie ich das genannt habe, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber irgendwie so heißt das. Aktuelle Projekte. Und da die ganz hinten liegen, das ist natürlich sortiert nach Aktualität, also das, was gerade, was ihr sehen müsst. Und das, was ihr nicht so sehen müsst, ist weiter hinten aufgereiht. Sind natürlich alle sehenswert an sich, also ist keins weniger sehenswert als das andere. Es sei denn vielleicht Minecraft Arno, das ist natürlich als Gewinner der Kategorie Top Video, Top Zwergenfürst Video oder Top Zwergenfürst Projekt 2018. Güldener Gartenzwerg hat es bekommen. Damit ist es irgendwie doch besser als die anderen, aber ja, kein Projekt ist besser. So ein Schwachsinn. Ja, jedenfalls die Projekte, die weiter hinten sind, das sind die auf Eis gelegten. Die werden jetzt von hinten nach vorne abgeschlossen oder abgebrochen. Ja. Pokémon Gelbe Edition, das Let's Play wird demnächst mal sein Ende nehmen, das muss nicht abgebrochen werden. Da sind wir schon auf gutem Weg. Richtung Top 4 begeben wir uns langsam. Da gehe ich davon aus, dass wir das dann bald regulär zu einem Ende bringen. Was? Das war doch noch unten. Ja, so sieht's aus. Specials, die 2019, ja, das ist richtig, aber die im Februar 2019 online kommen, sind zum einen wie jedes Jahr natürlich mein Kanalgeburtstagsspecial am 27.02.2016 eröffnete ich diesen Kanal. Naja, nicht eröffnete, aber begründete ich diesen Kanal mit einem ernsten Let's Play Part. Pokémon Y Part 1 war damals online. Matt schon wieder Game Over. Ja, so ein Mist. Ja. Am 27. Februar 2019 wird das dreijährige Bestehen des Kanals gefeiert. Und dazu wird es wieder ein, ja, kleines Special geben. Lasst euch überraschen, was da kommt. Dann lasst mir wieder was Tolles einfallen und dann gibt es ein specialiges Video. Traditionell zwei specialige Videos an diesem Kanal, an diesem Tag. Und mal schauen, wie ich das hinkriege. Muss ich mal gucken, wie das. Ja, ich lasse jetzt hier die Trailer-Vorschau laufen oder was das auch mal. Das Hauptmenü, der Hauptscreen, das jetzt mal laufen, ohne Musik, aber ja. Mach jetzt noch das letzte Sitzlein zu Ende. Ja. Wo war ich gerade? Muss gucken, wie es klappt, aber wenn alles gut läuft, habe ich für den 14. Februar, das ist ja ziemlich bald, auch ein kleines Special geplant. Ein sehr kleines, winziges, reguläres Uploadchen zum Feiertag. Ihr wisst ja, was am 14. Februar ist.
den Valentinstag werden wir da ein bisschen, ja, begehen, feiern, ich weiß nicht. Ich werde mir da was Schönes rausholen, werde da vielleicht auch ein bisschen humoristisch rangehen. Ja, ich als Let's Player. Ja, ist das ein großes Geheimnis, dass ich da mit dem Tag nicht so viel zu tun habe, aber für den Kanal bietet sich vielleicht was an, vielleicht finde ich was Lustiges, was Tolles, was man für den Tag da Specialiges hochladen kann. Was anderes, was jetzt nicht so ein Feiertags-Special ist, aber was schon erwähnenswert ist, was auch schon speziell genug ist, specialmäßig genug ist, wird demnächst aufgenommen. Mal schauen, wann ich das online bringe. Ein gemeinsames Projekt, ein Together-Dings, ein Kooperationsvideo, nennt es wie ihr wollt, mit dem Mordev und dem Takeru zusammen. Muss ich gucken, wenn die nicht kurzfristig noch absagen, dann haut das hin und wir nehmen demnächst mal was auf. Also wenn ihr dieses Video seht, ist das schon passiert. Hoffentlich. Wenn es gut gelaufen ist, dann haben wir das schon aufgenommen. Und dann kommt das demnächst wohl online. Oder auch nicht. Ist wieder meine Vorproduktion. Aber ja, das erwartet euch im Februar auf meinem Kanal. Ja, kurz zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges ausgelassen. Ansonsten hoffe ich, ihr seid gut informiert worden und euch hat fürstlichstens gefallen. Daumen nach oben sollte das der Fall sein. Solltet ihr fürstlichstens informiert worden sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video meinem Leben zwangfest verpassen wollt. Man sieht sich dann in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Und ja, ihr seid informiert und ja, so kann man gut in den Februar starten. Der ist jetzt schon ein paar Tage alt, aber ja, so kann man den Februar beginnen. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.